Hallo, ich habe heute für euch die Outer Rim Star Wars Collection. Hallo Sabina, schau mal deine Lieblingskollektion. Ja, ich habe die heute für euch und wir packen sie auf. Ich meine, das lass uns bitte erst über. Hallo Dani, schön, dass ihr beiden schon mal da seid. Hallo, winken. Oh, was habe ich gemacht? Nee, geht nicht. Sabine, ich hätte ihr auch gern. Also. Schaut euch bitte dieses Packaging an. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Also ich habe schon dran gerochen, aber ich habe es noch nicht ausgepackt. Und ihr werdet auch sehen, warum. Also, ihr habt hier auf die Verpackung erstmal den Todesstern. Den müsst ihr jetzt abfiddeln. Sabine. Und jetzt seht ihr hier auch schon, warum mich das echt triggert. Schaut mal. Da geht doch die Farbe ab. Mein innerer Monk schreit dabei, wirklich. Ich mache ganz, ganz vorsichtig, damit nicht noch mehr abgeht. Ich hab's jetzt, ich hab's jetzt, ich hab's. Jetzt. Hier ist der Todesstern. Oh, den klebe ich jetzt hier vorne irgendwo drauf. Wartet mal. Da bleibt er für die Ewigkeit. Okay, also dann kann man es auch. Oh, schaut euch das an. Schaut euch das an. Es ist hier wie so ein Altar. Wunderschön, ne? Also es erinnert mich ein bisschen so an eine DVD-Hülle oder an so ein Dreier-Booklet. Wunderschön. Was haben wir hier? Tatooine, Endor und Hoth. Wenn ich es richtig ausspreche. Es ist wirklich, Dani, es ist richtig, richtig, richtig schön. Also die Verpackung, ich habe das ja gestern schon gesagt, ich habe mir die Kollektion eigentlich nur wegen der Verpackung gekauft. Die bleibt für die Ewigkeit. Die bleibt wirklich für die Ewigkeit. So, aber jetzt kommen wir zu den Düften. Ja, die ist wirklich schön. Ich habe die ja schon gerochen, wahrscheinlich. Also eigentlich ist es jetzt so, dass hier auch der passende Duft drin ist. Also passend zu dem Planeten. Und ich habe sie richtig einsortiert. Und schaut mal bitte, ihr macht das oben so auf. Schaut mal bitte, wie schön das ist. Wie schön das ist. So, dann kann man das hier so auf. So. Und hier ist der wunderschöne Duft. Ja, also wie heißt der? Er heißt Tatooine, also so wie der Planet, A Sunset. Der Bäckereiduft der Kollektion. Ja, wie eine DVD-Box dann, die finde ich auch. Die sieht richtig schön aus. Also, Überraschung, der Bäckereiduft. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Wonach riecht er? Nach Zimt. Der riecht zimtig, buttrig. Und da ist noch was leicht Herbes, nicht maskulin, sowas leicht. Ich weiß, es ist Pfeffer, weil ich es nachgeguckt habe. Aber der riecht nicht so süß. Also ich könnte mir den tatsächlich auch vorstellen, ins Wohnzimmer anzumachen. Ich mache ja sonst Bäckereidüfte, wenn ich sie überhaupt mag, nur in die Küche. Aber der hier, oh. Ich finde den richtig gut kalt. Ne? Warm habe ich den noch nicht. Ich gucke mal eben, was Sensi sagt. Warm habe ich den noch nicht angemacht. Oh, also, Tatooine Sunsets. Helle Kardamomkapseln und rosa Pfeffer schimmern über einer weiten Fläche Vetivergras. Es ist gar kein Zimt drin, Leute. Überrascht schon, ich rieche Zimt. Dani, ob der ist wie der Frosted Cinnamon? Nee, der Frosted Cinnamon, der riecht ja nach Vanille und so Zucker. Der hier nicht. Ich weiß nicht, ob du den magst, Dani. Der riecht nicht so extrem süß. Aber ich habe jetzt vermutet, weil ja auch Kardamom drin ist und Pfeffer, dass der sehr, sehr würzig riechen wird. Aber nee, ganz leicht. Und der ist halt nicht so süß. Man riecht Zimt und man riecht Butter und dann noch irgendwas Schönes, Würziges. Ich bin echt gespannt, wie der warm ist. Ganz speziell habe ich so noch nie gerochen. Also sehr, sehr besonders. Ganz besonderer Duft. Ah, okay. Nächster. Nächster. Wer heißt der nächste Planet? Endor, der Grüne. Das ist diese schöne Verpackung, die allerschönste. Da sind diese, ich weiß nicht, wie das Volk heißt. Ach hier, so sieht's aus. Doch mal bitte, wie süß das ist. Wie süß. Die Vermutung liegt schon nahe. Es riecht waldig. Und so ist es auch. Es riecht waldig.
Boah, es riecht waldig. Es riecht. Das ist so ein Wald, da stehen irgendwelche Tannengehölze, da ist aber auch Laubwald. Und es riecht so leicht moosig. Oh. Ein wunderschöner Duft, wirklich. Das, der ist ganz, ganz toll. Und auch ein bisschen, ich weiß nicht, da ist Dani für dich wahrscheinlich nichts. Ist ein Tick Eukalyptus, rieche ich. Oh, das riecht so, als ob du wirklich, wirklich im Wald bist und das riecht so. Ja, für die Ela. Die Ela, der riecht toll. Kalt, warm, müssen wir noch testen. Leicht, als ob da auch so leichte Beeren an den Büschen hängen. So ganz leicht, fruchtig, holzig, moosig, blättrig. Oh, richtig, richtig schön. Der sieht so süß aus. Der sieht so süß aus. Also, was ist bei dir drin? Lass mal gucken. Zedernholz, Balsamtannennadeln, luftige Höhen, beschattet Eukalyptushaine. Also, ich lese den Satz mal so, als könnte ich Deutsch, ne? Zedernholz hebt Balsamtannennadeln in luftige Höhen und beschattet Eukalyptushaine. Ja, aber der Eukalyptus ist leicht, ne? Wenn ich jetzt Eukalyptushain, das ist ja schon was größer, ne? Das ist schon so ein Stück Wald, wo ein paar Elfen rumlaufen, aber das ist aber luftige Höhen. Ja, das ist die, so eine, hat so eine leichte Frische. Aber riecht wirklich wie so ein Wald und da kommt die Sonne und einen schönen Tag und ein bisschen Moos. Oh. Wunderschön. Und dann kommen wir zu dem dritten Duft. Den blauen. Hoff. Hoff. Ich hoffe, ich spreche es richtig raus. Aus. Man sieht schon, Winter ist unterwegs, ne? Hoff, Winter. Okay. Ja. Nochmal, kann man sehen. Es ist auch. Also die ganze Kollektion würde ich eher Herbst-Winter einordnen. Im Übrigen, das sind keine Sommerdüfte, ne? Also ich weiß nicht, warum die jetzt rauskommen. Ich behalte sie, düftel sie im Winter, Herbst-Winter und ich habe die auch schon im Club gelegt. Ja. Oh, der riecht nach Minze. Total frisch, so ein bisschen wie diese hellblauen Bonbons. Wisst ihr, welche ich meine, wo man so zu atmen kommen kann? Oh, ganz leicht, da ist was ganz leicht Fruchtiges, ganz ist dabei. Total speziell, habe ich auch so noch nie gerochen. Aber Minze und vielleicht ist da auch Eukalyptus drin. Also das ist, man kriegt die Nase frei, ne? Aber super, super schön. Mm. In der kühlen Winterluft schützen mitternächtliche Wälder den warmen Amber. Ah, hier ist Amber drin. Da ist so eine gewisse Süße ist hier drin. Das ist vielleicht der Amber. Und da könnte es sein, dass der warm auch nochmal anders performt. Ne? Ob der... Die Farbe. Ja, die Farbe ist auch wunderschön. Aber so riecht er auch. Wälder. Hier mitternächtliche Wälder. Aber es riecht nicht nach Tanne oder nach irgendeinem anderen Baum. Also das... Ich rieche hier nichts nach Wald. Nee. Nee, es ist frisch, aber nicht aquatisch. Es ist so eine minzige Frische, eine leichte Süße, so als ob da so ein bisschen leichte Frucht noch drunter ist und Eukalyptus und Amber. Amberreben. Muss mal gucken. Also die Kollektion ist super, super schön. Super schön. Ich mag alle drei Düfte. Ich habe die alle drei schon in den Club, aber nicht im Sommer. Also ich Herbst, Winter, nur dann, ob es sie dann gibt, also kauft euch die vor. Und dann verdüftelt ihr die im Herbst, Winter. Diese drei Bars, inklusive der wunderschönen Verpackung, bekommt ihr für 30 Euro. Ne? Also das ist ja auch einzeln. Einzeln könntet ihr euch die für 10 Euro in den Club legen. Und mit der Verpackung seid ihr mit 30 Euro dabei. Drei wunderschöne Düfte. Und ich habe, weil ich noch gar kein Star Wars Duft vorab gerochen habe, ich muss mal gucken, wo ich den hingetan habe. Wo ist denn der vierte? Ach, hier. Es gibt ja aktuell noch zwei ältere, also unter anderem den. Und dann gibt es ja noch den, ich schau mal eben, wie der heißt. Das ist Light, wie heißt das? Light Side? Ja, The Light Side of Force und The Dark Side of Force gibt es auch. Und der Dark Side, der ist aber, glaube ich, maskulin. Und deswegen habe ich mir den nicht mitbestellt, weil es mag ich nicht so.
Aber den habe ich ja mitbestellt. Der ist ja ein bisschen ähnlich wie dieser aus der neuen. Beide sind ja aktuell für euch erwerbbar. Aber der ist was älter. Ne? Und den habe ich mir jetzt auch mal nur so zum Schnuffeln mitbestellt. Riecht komplett anders als der neue. Riecht nach ein bisschen so auch frisch. Ein bisschen maskuliner Touch. So maskulines Duschgel-Touch. Aber auch sehr interessant. Ich guck mal eben, was drin ist. Es ist Orange, Morgennebel, Treibholz. Ja, es ist auf jeden Fall was Aquatisches am Start. Oh, und dieses, ich merke schon, es sind die Orangen, die mir in der Nase wehtun. Holzig, primär aquatisch, dann kommt holzig und dann habt ihr noch diese wunderschöne Orange. Ja, also ich finde den hier, den neuen hellblauen, finde ich viel, viel schöner. Mal im Vergleich. Ja, definitiv. Definitiv viel schöner. Aber ist auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Wenn ihr Orange mögt, es ist aber auch winterlich. Also es ist auch so was Kühles. Da ist eine kühle Luft unterwegs. Ja, ist auch, ja, nicht so extrem wie der andere. Auch. Ist für mich auch ein Winterduft. Lightside. Darkside habe ich nicht für euch. Ja, ihr seid sehr ruhig heute. Seid ihr noch da? Dani, Sabine. Ja, wir sind durch für heute. Das war die wunderschön. Ach, jetzt kann ich hier muss ich noch zumachen. Ach ja, und bitte, ne? Ich habe schon gesagt, ich habe die auch schon falsch gelagert. Die sind ja angelegt dafür, dass man diese hochkant hinstellt. Also jetzt sieht das hier oben nicht mehr so schön. Ich habe sie gerade aufgemacht, ne? Aber denkt dran, dass ihr die ja so lagert, ne? Die Bars, ne? Nicht, dass ihr euch, kauft die euch jetzt, lagert die bis zum Winter so in der Verpackung und dann habt ihr keine Freude mehr, ne? Denkt dran, dass ihr das, obwohl die Verpackung so angelegt ist, dass ihr die so lagert. Ich hole die jetzt auch raus und lagere die Verpackung separat. Ja, so mache ich das. Genau. Ja, dann. Ich bin heute noch im Grillfest eingeladen. Straßengrillfest? Na, eingeladen. Bin auch Selbstveranstalter. Also, ich wünsche euch, wegen des Öls, genau, habe ich ja letztes Mal schon kurz erwähnt, genau, Sabine. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Ich wollte gerade sagen, ein schönes Wochenende, aber es gibt ja noch die 15 Bring Back My Bars. Oh, Comeback. Die haben sich ja alias Comeback, das hat sich ja geändert im Namen, aber dasselbe. Und die, ich weiß nicht, ob ich es morgen schaffe. Wann könnt ihr denn? Könnt ihr morgen oder soll ich es lieber nächste Woche machen? Warte mal. Dani, Sabine, seid ihr dabei dann morgen oder lieber nächste Woche? Schreibt mal. Oder ihr könnt es auch drunter noch kommentieren. Danke, ich wünsche mir viel Spaß beim Grillen. Morgen. Ja, dann, Dani, dann mache ich das morgen. Gleiche Uhrzeit. Wie viel haben wir denn? 18 Uhr. Ab 17 Uhr, ja. Morgen Nachmittag, ne? Genau, es sind 15 Stück. Ihr müsst Zeit mitbringen. Obwohl, bei manchen wird es schnell gehen, ne? Ja, bei manchen wird es... Ja. Lasst euch überraschen. Ich sag noch nichts. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag und dann bis morgen in alter Frische. Tschüss!